Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Webinar Integration von Salesforce und SAP. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie Sie Salesforce und SAP schnell, zuverlässig und auch kostengünstig integrieren können. Wir wollen auch darüber sprechen, wie die Daten- und Prozessmigration aussehen kann und natürlich auch, welche Faktoren so ein Integrationsprojekt zum Erfolg führen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin bei der Nefos zuständig für das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Webinar heute werde ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Uwe Breik, durchführen. Der Uwe Breik ist Senior Technical Architect bei Nefos und wird Sie dann genauer durch das Thema der Integration führen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Ablauf des Webinars. Wir werden Ihnen ganz kurz Nefos vorstellen und auch dann direkt in unser heutiges Thema einsteigen, Ihnen eine Live-Demo zeigen zur Integration und haben am Ende des Webinars eine Fragerunde vorgesehen. Da können Sie Ihre Fragen stellen, die wir dann gerne beantworten. Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Fragen zu stellen. Das heißt, Sie können zum einen uns ein digitales Handzeichen geben. Da sehen Sie hier in Ihrem GoToWebinar-Panel so eine kleine Hand. Wenn Sie die aktivieren, dann wissen wir, dass Sie eine Frage haben. Dann können wir Ihre Stummschaltung aufheben oder Sie stellen die Frage ganz einfach im Chat, schreiben Ihre Frage da kurz rein und auch dann können wir darauf eingehen und Ihre Frage beantworten. Bis dahin haben wir Sie jetzt zunächst auf Stumm geschaltet, einfach deswegen, damit wir die Hintergrundgeräusche möglichst minimieren und Sie dem Webinar möglichst gut folgen können. Ich stelle Ihnen jetzt kurz Nefos vor. Nefos ist ein Salesforce-Consulting-Unternehmen. Das heißt, wir führen Salesforce bei Unternehmen ein. Wir sind auch einzig und allein auf Salesforce fokussiert. Das heißt, können also auch mit Fug und Recht sagen, dass wir Salesforce-Experten sind. Wir begleiten unsere Kunden bei der Salesforce-Einführung wirklich über alle Phasen des Projektes, angefangen vom Blueprint über das Prozessdesign, Konfiguration, bieten natürlich auch kundenspezifische Entwicklungen an, Integration, unser heutiges Thema. Und das Ganze geht dann natürlich weiter bis hin wirklich zum Rollout und auch Training und Support. Nefos selbst wurde 2007 gegründet, hatte zunächst ein Büro in der Schweiz. Wir sind mittlerweile auch in München vertreten mit einem Büro in Wien und Frankfurt und haben unser Nearshoring Entwicklungscenter, das Cloud Development Center in Warschau. Nefos wurde 2009 als erster Beratungspartner von Salesforce im deutschsprachigen Raum Premium Consulting Partner von Salesforce und seit 2012 sind wir Platinum Partner von Salesforce und haben damit den höchsten Partnerstatus. Wir sind darüber hinaus auch AppExchange-Partner von Salesforce, da wir auch eigene Entwicklungen haben, unter anderem Nefos Mobile, eine Offline-Salesforce-App fürs iPad und iPhone, die es ermöglicht, auch von unterwegs und auch offline auf Salesforce-Daten und Dokumente zuzugreifen. Über die Salesforce-Partnerschaft hinaus haben wir eine Reihe von Partnerschaften mit anderen Anbietern, die in der Regel einfach dafür ausgelegt sind, dass wir ihnen Lösungen anbieten können, die Salesforce in der einen oder anderen Richtung erweitern und den Funktionsumfang erweitern und einfach die Integration von anderen Lösungen möglich machen. Wir haben in der gesamten Zeit, in der wir tätig sind, viele Projekte erfolgreich durchgeführt, über 250 Projekte durchgeführt bei Kunden aus verschiedenen Branchen. Wir haben Projekte durchgeführt, Uwe, gehst du eine Folie weiter, sorry. So, in ganz unterschiedlichen Branchen, das heißt, wir sind jetzt auch nicht unbedingt auf eine ganz spezifische Branche fokussiert. Sie sehen hier einen Auszug aus unserer Kundenliste von Kunden, für die wir gearbeitet haben. Wir haben viele Projekte gemacht im Bereich Manufacturing, im Bereich Telekommunikation, aber auch im medizinischen Bereich, im Bereich Services, Consumer Goods und Media. Und für eines dieser Projekte sind wir von Salesforce auch ausgezeichnet worden mit dem Integration Award. Das war das Projekt bei CWS Boku. Dieser Award wurde 2010 verliehen für ein recht umfangreiches Integrationsprojekt,
das wir da durchgeführt haben und das Ihnen mein Kollege, der Herr Breit, jetzt im Detail unter anderem als ein Referenzprojekt vorstellen wird und Sie dann weiter durch das Thema Integration Salesforce und SAP leiten wird. Dann zunächst mal auch von mir einen guten Morgen in die Runde, von wo auch immer Sie eingewählt sind. Wenn ich bei mir auch in München aus dem Fenster hier schaue, wir haben Schnee mittlerweile wieder. Wie meine Kollegin gesagt hat, werde ich Sie durch die Rita-Demo führen. Bevor wir mit der Live-Demo loslegen, werde ich erstmal so ein bisschen einen theoretischen Ausflug machen anhand eines Beispielprojektes. Was ist überhaupt die Überlegung hinter Rita? Und wie sieht das architektonisch denn überhaupt aus? Und werden dann danach in die konkrete Live-Demo reingehen. Zunächst mal, was ist die Historie von Rita und was decken wir damit ab? Dafür erstmal ein Beispiel, Referenzprojekt, das vorhin erwähnte Projekt, für das uns Salesforce den Integration Award verliehen hat. Wie man schon sieht, anhand der Zahl der beteiligten Systeme, ein sehr komplexes Projekt. Es sind insgesamt 5 unterschiedliche SAP-Systeme beteiligt, noch 4 andere ERP-Systeme, ein proprietäres CRM-System und noch verschiedene andere Systeme, die hier zu integrieren waren. Das ist zum einen erstmal überhaupt komplex durch die Zahl seiner angebundenen Systeme und es ist auch komplex auf der anderen Koordinate aufgrund der hohen Zahl von Datensätzen, die übertragen werden. Sie sehen unten, es handelt sich um über 1 Million Accounts, die zwischen den ERP-Systemen und Salesforce ausgetauscht werden, inklusive aller Masterdaten, Hierarchien, Partner, Sales Areas und so weiter. Es handelt sich um mehr als 1,2 Millionen Verträge, die synchronisiert werden mit den Opportunities in Salesforce. Wir reden von über 1,5 Millionen Sales Orders und mehr als 1 Million Service Orders. Und wir haben eine Integration auf GUI-Ebene, was wir den Sub-Jump nennen, der dann später in der Live-Demo dann genauer gezeigt wird. Dieses Referenzprojekt soll zeigen, dass es, sage ich mal, durchaus auch möglich ist, sehr komplexe Umgebungen zu adressieren und es auch, was vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt offensichtlich ist, auch die klassischen Szenarien, dass bei einem Kunden aus welchen historischen Gründen auch immer unterschiedliche SAP-Systeme, unterschiedliche Konfigurationen mit mehreren Mandanten, eventuell in mehreren Ländergesellschaften, ist es durchaus möglich, die auf eine Salesforce-Instanz zu integrieren und dort dann den Vertriebsmitarbeitern die 360-Grad-Sicht, Rundumsicht auf den Kunden anzubieten. Ein zweites Beispielprojekt, nur um Ihnen noch ein zweites Mal Gefühl zu geben, ist eine Referenz, ein Beispielprojekt, wo wir ein SAP-System und SAP-BW angebunden haben, wo wir auch den wiederum natürlich offensichtlich den Kundenstamm, aber auch Produktmasterdaten, Transaktionsdaten wie Sales Orders, Deliveries und die Invoices mit integrieren. Auch hier ein mittleres Datenvolumen. Und auch hier wie soll ich sagen, typische Erkenntnis aus SAP-Systemen. Wenn man sich das SAP oder die SAP-Systeme von 2 Kunden anschaut, sind die in aller Regel nicht annähernd ähnlich konfiguriert, weil natürlich das SAP-System die Mandantenstruktur, die Konzernstruktur, den Artikelstamm und so weiter des jeweiligen Kunden repräsentiert. Nichtsdestotrotz ist unsere Erfahrung aus mehreren SAP-Integrationsprojekten, dass sich natürlich bestimmte Anforderungen wiederholen. So ist es natürlich relativ offensichtlich, dass in allen Installationen der Kundenstamm, die Kundenmasterdaten eine wichtige Rolle spielen, darüber hinaus auch verschiedene andere Business-Objekte sich immer wiederholen, obwohl sie natürlich in den jeweiligen Kundenumgebungen unterschiedlich konfiguriert sind. Da kommt jetzt unsere Rita ins Spiel. Rita steht für Rapid Integration Template Approach. Das passiert eben gerade auf diesen mehrfach stattgefundenen Projekte für SAP Salesforce Integration. Und die Idee ist, dass wir mit dem Template rund 80% der Anforderungen und Standarddatenmappings schon in dem Template abdecken. Das heißt, dass wir hier einen Quick Start haben, wenn es an eine Integration geht und man nicht komplett von vorne from scratch neu beginnen muss. Und natürlich ist es völlig offensichtlich, dass es nicht komplett alle Kundenanforderungen 1:1 abdecken kann. Deswegen so rund grob geschätzt 20% kundenspezifische Anpassungen dann auf Basis dieses Templates noch erforderlich sind. Das Template basiert darauf, dass wir auf SAP-Seite die üblichen Verdächtigen an Standardschnittstellen
nutzen. Stichwort sei genannt iDoc RFC, da an, weiter hinten dann noch mehr weitere Details dazu. Die Grundidee dabei ist, dadurch, dass ich eben 80% der Anforderungen schon im Template drin habe, dass wir eine Best-Practice-Architektur haben, dass wir auch für so nicht direkt offensichtliche Anforderungen wie ein vernünftiges Fehlerhandling bereits einen Best-Practice-Approach eingebaut haben, ist das Versprechen von Rita, dem Template, dass wir sagen, wir können schneller und zuverlässiger als bei Beginn from scratch eine SAP Salesforce-Migration durchführen. Im nächsten Schritt kurz ein paar mehr Informationen zu dem Scope und zur Architektur von Rita. Dazu zunächst eine allgemeine Betrachtung, wie es denn aussieht, wenn wir an das Thema Integration von Systemen und insbesondere natürlich von SAP und Salesforce herangehen. Man neigt dazu, das Thema Integration immer nur rein von der technischen Seite zu betrachten. Man neigt auch dazu, sich relativ schnell über auf Detaillevel von einem Feldmapping Gedanken zu machen, wie das denn funktioniert. Man überspringt dadurch leider allzu häufig ein paar wichtige Schritte vorher. Deswegen hier so in groben Blöcken gegliedert, etwas vom Vorgehensmodell her, etwas einen Überbau, wie man an so ein System, an so eine Integration herangehen sollte. Zu meinem oberen Block haben wir immer die Prozesssicht, also der eigentliche Business-Prozess, wo es immer in irgendeiner Form um den im SAP-System abgebildeten Geschäftsprozess geht. Klar, es geht im Wesentlichen um die Kundenstammdaten, den Pflegeprozess, Kundenanlage und so weiter. Es geht um das Opportunity-Management, da spielen dann Dinge wie Produktkatalog und Preismodelle eine Rolle. Und letzten Endes geht es natürlich um den Prozess von Order bis zum Lieferbeleg. Auf der technischen Ebene unterscheiden wir auch weiterhin zwischen der Informationsarchitektur, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung bei der Integration. Hier stellen sich Fragen, welches System ist denn überhaupt für welchen Teil des Prozesses zuständig? Welches System ist führend wofür? Ich denke, es ist relativ offensichtlich und nicht weiter zu diskutieren, dass natürlich bei dem Kunden für den Kundenstamm als solchen SAP das führende System ist und bleibt. Wenn man etwas näher betrachtet, die Frage, wo sind eigentlich die Prospects, also die gerade noch nicht Kunden führend, wird die Sache dann schon etwas differenzierter. Bei vielen Kunden sind auch diese bereits im SAP-System angelegt. Bei anderen Kunden wird gerade deswegen ein CRM-System eingeführt, um eben den vorgelagerten Prozess von der Kampagne über den Lead bis zum Prospect-Customer im CRM-System zu halten und dort führend zu pflegen. Und erst wenn dieser Prospect dann zu einem tatsächlichen Kunden wird, die Übergabe an das ERP-System, an SAP zu machen. Das heißt, man muss sich vorher sehr genau überlegen, welche Business-Objekte fließen denn in welchen Prozessschritten zwischen den Systemen hin und her und welches System ist wofür führend. Und wenn man das geklärt hat, und das, selbst das kann bei Kunden unterschiedlich sein, wenn man das geklärt hat, dann kann man an die technische Integrationsarchitektur herangehen, wo sich dann die Detailfragen stellen, wie setze ich auf iDoc, auf RFC auf oder wie mache ich das mit Middleware oder eben auch nicht. Dazu dann gleich noch etwas mehr. Deswegen nochmal kurz als Überblick Zusammenfassung. Bei dem funktionalen Teil schaue ich mir an, welche Business-Objekte benötige ich denn überhaupt zwischen den Systemen, für welches Business-Objekt ist welches System führend. Dann in der Informationsarchitektur schaue ich mir dann noch an, wer ist wofür führend, wie mache ich das mit dem Unique ID-Handling, wer stellt die Kundennummer aus, wer vergibt die Nummer der Opportunity des Angebots und solche Dinge. Und auf der technischen Ebene dann die konkrete Interface-Technology, zum Beispiel Web-Service, Sub-IDOC. Verwende ich eine Middleware oder soll die Schnittstelle im Realtime-Modus laufen oder reicht es einen zeitverzögerten, einen asynchronen Batchlauf? Wie vorhin eingangs erwähnt, deckt unser Rita-Template geschätzt 80% der von uns häufiger gesehenen Anforderungen ab. Hier dazu ein Überblick. Sie sehen links die SAP-Module, FI, BI, MM, SD und so weiter. Sie sehen rechts Salesforce. Und was wir in Rita abdecken, ist der Abgleich der Kundenhierarchien, Partner Roles, Sales Areas von SAP führend nach Salesforce. Wir haben in der Gegenrichtung üblicherweise Salesforce führend für die Neukundenanlage, die initiale Neukundenanlage, dazu gleich mehr in Details.
Dort werden üblicherweise die Kontakte, sprich die Ansprechpartner, gehalten. Dann übertrage ich typischerweise von BW die Umsatzzahlen, die Open Items und sonstige Kennzahlen an das Account-Objekt in Salesforce. Ich habe den Materialstamm, da ich den natürlich zur Angebotserstellung brauche. Ich muss eine Anbindung an die Pricing-Logik in Salesforce, Entschuldigung, in SAP haben, um ein Angebot auch kalkulieren zu können. Dann habe ich üblicherweise die Anforderung, dass aus der Opportunity in Salesforce heraus dann auch ein Angebot führend in SAP angelegt wird und von dort aus dann typischerweise auch der weitere Angebotsbearbeitungsprozess stattfindet. Und eine ebenso typische Anforderung ist, dass die Vertriebsmitarbeiter in Salesforce auch die Stichwort 360-Grad-Sicht die ganzen Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen des Kunden im System dabei haben, dass sie sich auch dort zum Beispiel mobile auf dem iPhone, auf dem iPad mit einsehen können. So, das ist der Scope, der die Prozesse, die vom Template abgedeckt werden. Wenn wir diese Prozesse, diese Schnittstellen, diese Business-Objekte, die zwischen den Systemen hin und her fließen, jetzt etwas genauer anschauen, hier einen Überblick, stellt sich für jede einzelne Datenübertragung die Frage, auf welche der drei potenziell möglichen Ebenen findet denn die Integration statt. Ich fange von unten an. Hier wieder die offensichtlichste, an die jeder sofort denkt, ist auf Datenbank, auf Datenebene, dass eine Replikation von Daten zwischen den Systemen stattfindet. Das sehen wir auch natürlich in jedem Projekt natürlich mit beteiligt. Das klassische Beispiel ist, ich repliziere den Kundenstamm von SAP nach Salesforce. Das heißt, hier stellen sich Fragen, wie muss in Salesforce das Datenmodell gebaut sein oder konfiguriert werden, damit es zu den spezifischen Ausprägungen des SAP-Datenmodells beim jeweiligen Kunden passt. Dann kann ich jedoch auch Integration auf einer anderen Ebene betrachten, hier oben auf User-Interface-Ebene. Das bedeutet, ich muss nicht zwangsläufig immer auf Datenebene Informationen hin und her schieben. Ich kann auch einen sogenannten GUI-Mashup machen. Das bedeutet beispielsweise, dass ich in der Oberfläche von Salesforce eine bestimmte Transaktion anstoße und in der Sub-GUI sie zu Ende führe. Das ist das Stichwort Subjump, was Sie auch nachher in der Live-Demo gleich sehen werden. Das hat bestimmte Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist beispielsweise, dass ich damit nicht gezwungen bin, sämtliche Validierungslogiken, Customizing, kundenspezifischen Felder und ähnliche Dinge in Salesforce nachzubauen, nur in Anführungszeichen, um aus einem Prospect einen echten Kunden aus Salesforce heraus anlegen zu können. Eine weitere Ebene, wo eine Integration stattfinden kann, ist die auf der Applikationslogik. Das sehen wir typischerweise beim Thema Preisfindung. Wenn in Salesforce ein Angebot, eine Opportunity gepflegt wird, ein Angebot erstellt werden soll, ist es in der Regel nicht zielführend zu versuchen, die gesamte Pricing-Logik aus SAP in Salesforce zu übertragen und dort nachzubauen, weil die typischerweise natürlich in den SAP-Systemen sehr komplex ist. Hier empfiehlt sich meistens auf Business-Ebene einen Real-Time, einen synchronen Aufruf aus Salesforce heraus nach SAP durchzuführen, um zu sagen, ich habe hier diesen Kunden, ich habe dieses Produkt, diese Materialzusammenstellung, liebes SAP-System, gib mir einen Preis dafür auf Basis der hinterlegten Preisregeln. Das sind auch genau die Beispiele, anhand deren ich die Live-Demo nachher zeigen werde. Überspringe ich hier kurz die beiden. Das ist das, was dann in der Live-Demo stattfindet. Vielleicht noch ein Wort zum Aufbau, zu der Architektur hinter den Kulissen. Hier das Architekturschema, wie diese Integration technisch auf der technischen Ebene aussieht. Ich habe links das SAP-System mit den bereits erwähnten Modulen und den Satz an Standardschnittstellen, die in SAP zur Verfügung stehen, typischerweise IDOC RFC. Ich habe rechts das Salesforce-System konfiguriert mit den betroffenen Business-Objekten. Und dazwischen ist es in der Regel empfehlenswert, und für bestimmte Szenarien auch notwendig, eine Middleware vorzusehen. Diese Middleware hat die Aufgabe, den aktiven Part in der Kommunikation zwischen beiden Systemen zu spielen. Das bedeutet, die Middleware ist dafür zuständig, auf SAP-Seite die IDOCs zu empfangen, ist dafür zuständig, die Strukturtransformation der Daten vorzunehmen. Deswegen sehen Sie hier auch verschiedene Komponenten, die zwischen den Datenmodellen von SAP und Salesforce übersetzen. Und auf der anderen Seite
auf der Salesforce API-Seite auch hier die Standard Salesforce APIs eingesetzt, die Kommunikation mit dem Salesforce-System übernimmt. Wir von unserer Seite, wenn nichts grundsätzlich entgegenspricht, verwenden von der Firma Magic Software die Mittelware namens XPI. Auf der ist das Rita-Template aufgebaut. Das spricht aber nichts Grundsätzliches dagegen, hierfür auch andere Mittelware-Systeme zu verwenden, um hier das Template entsprechend aufzusetzen und anzupassen. Nun wäre ich an der Stelle, wo ich auf die Live-Demo umschwenke. Dazu werde ich, und dazu vielleicht noch zwei erläuternde Worte vorneweg. Sie werden sehen, dass ich gleich auf dem Bildschirm erstmal die Folie versuche wegzubekommen. Und ich werde hier ein Fenster hereinschieben. Die ganze Demo-Umgebung ist auf einem System, auf das ich mit Remote Desktop zugreife. Deswegen ist das hier jetzt mein entsprechendes Fenster. Ich habe hier natürlich schon etwas vorbereitet, bin auch schon mal im System angemeldet. Sie sehen hier unser Nefos Rita Salesforce Umgebung. Das ist die klassische Standardaufbau von einer Salesforce Umgebung. Ich habe hier meine App, die Nefos Sales App. Ich habe die verschiedenen Tabs, mein Homescreen in Salesforce, Zugriff auf meine Hauptbusiness-Objekte, die Accounts, die Contacts, die Opportunities, Produkte, Orders, Reports und Dashboards. Als Einstieg möchte ich zeigen, wie das in Salesforce aussieht in unserem Template, dass ich meine SAP-Kundenstamm in Salesforce übertragen habe und wie das für den Mitarbeiter aussehen könnte. Ich habe hier meinen Demo-Kunden, das ist die United Partners, rufe die hier eben auf und kann hier sehen, ich schiebe mal etwas nach oben, hier einmal die Kunden-Master-Daten aus dem SAP-System. Hier sehe ich Account-Name, Name 2, 3 und 4. Ich sehe die Anschrift des Kunden. Ich sehe verschiedene andere Daten aus dem SAP-System, zum Beispiel den Status. Es ist ein tatsächlicher Customer, ein bereits Bestandskunde, im Unterschied zu einem Prospect, der nachher noch eine Rolle spielt. Ich sehe die SAP-Kundennummer. Ich sehe die hinterlegte Sprache, die Kontaktdaten und weitere Detailinformationen. Ich habe im nächsten Block die Informationen, die aus Salesforce kommen, zum Beispiel so verschiedene Dashboards, an denen ich sehen kann, den Status-Kuchendiagramm über die ganzen Opportunities, welche habe ich noch in der Pipeline, welche habe ich gewonnen, welche habe ich verloren mit diesem Kunden. Ich sehe die Account-Hierarchie, die jetzt leider hier etwas kurz gefasst ist. Ich habe offensichtlich nur die Konzernspitze in meinem Demo-Datenbestand. Ich sehe die Financial-Informationen aus dem SAP-System, unter anderem zum Beispiel das Credit Limit, die Risikoeinstufung, Steuerdaten. Mich irritiert es gerade, dass ich auf Englisch ist, wenn ich auf Deutsch versuche zu reden. Das Mahnkennzeichen. Dann sehe ich hier auch die verschiedenen kundenspezifischen Erweiterungsfelder, sofern diese zum Einsatz kommen. Und ich sehe hier auch verschiedene technische Informationen. Die müssen nicht zwangsläufig für den Enduser sichtbar sein. Die sind jetzt hauptsächlich zu Erläuterungszwecken und auch für den Administrator erkennbar. Hier sehe ich zum Beispiel, aus welchem SAP-System dieser Kunde originär kommt. Ich sehe, von welchem Mandanten auf diesem System dieser Kunde kommt. Ich sehe hier einen zusammengesetzten Unique Key für diesen Kunden. Weil, wie vorhin eingangs erwähnt, unterstützen wir auch Szenarien, wo ich über mehrere Systeme und mehrere Mandanten hinweg alles in einer Salesforce-Umgebung zusammenführe. Deswegen müssen wir in Salesforce natürlich auseinanderhalten können, welcher Kunde, welcher Datensatz kommt von welchem Mandanten aus einem System. Ich sehe hier die laufende Nummer des IDOCs, mit dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde. Das sind mal so ein grober Überblick der Stammdaten, gemischt aus aktuellen Daten Salesforce, sprich die Opportunities und den Stammdaten aus SAP. Weiter unten, auch das der Salesforce Standard, bekomme ich nun meine 360-Grad-Sicht. Ich sehe meine Kontextansprechpartner, die ich an diesem Kunden in Salesforce pflege. Ich habe die Liste der Opportunities mit dem entsprechenden Status, die an diesem Kunden gepflegt sind. Ich sehe hier die Liste der Sales Areas, das kommt wiederum aus SAP, an denen dieser Kunde zugewiesen ist, mit Distribution Channel, Division und so weiter. Ich sehe die Partner Roles, die für diesen Kunden angelegt sind aus SAP.
Ich sehe hier aus Salesforce die aktuell offenen Aktivitäten und die Activity Histories. Hier tragen üblicherweise die Vertriebsmitarbeiter ihre To-Dos ein oder ihre Kurzbesuchsberichte oder Telefonnotizen. Ich habe hier die ganzen Standardfunktionen von Salesforce wie Attachments und Notizen. Hier unten kommen dann, wie eingangs erwähnt, meine Orderbelege. Typ fehlt leider. Hier sehe ich die ganzen Informationen wie Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen, auf die ich den Zugriff habe hier. Ich sehe auch noch die einzelnen Order-Items. Und ich sehe noch weitere Informationen, die je nach konkreter Konfiguration des Salesforce-Systems an diesem Kunden mit dranhängen. So könnte das aussehen. Mein Kundenstamm nach Salesforce übertragen. Hier gilt, das Template kommt mit einem 80% Standard. Das Page Layout, die Darstellung auf dem Bildschirm muss natürlich nicht so aussehen. Die sieht auch jedem Kunden natürlich gemäß seiner Salesforce-Konfiguration unterschiedlich aus. Das ist, wie gesagt, das 80% Start-Template, wie der SAP-Kunde dann in Salesforce aussehen könnte. So, das zunächst mal die Daten, wie sie dort sind. Jetzt ein Beispiel für die Integration. Ich gehe jetzt hier rüber auf mein SAP-System. Ich hole mir den einen Moment. Hole mir den Kunden, den ich jetzt hier gerade sehe, im SAP-System her. Das ist der Kunde Nummer 6. Das ist eben die besagte United Partners. Hier sehe ich den Kunde in der SAP GUI und ich scrolle hier mal runter und sehe zum Beispiel, der ist im Moment angelegt mit der Adresse Industriestraße in Ulm. Schauen wir mal, ob das Salesforce-System der gleichen Meinung ist. Industriestraße 1 in Ulm. Jetzt ist ein Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Es werden Stammdaten in SAP geändert. Zum Beispiel die Firma, die zieht um. Das ist jetzt nicht mehr die Industriestraße 1. Das ist die 110 in Ulm. Stadtteil, meinetwegen. Ich speichere das auf SAP-Seite. Was nun im Hintergrund passiert, auf SAP-Seite ist ein entsprechendes IDOC konfiguriert, das darauf anspringt, dass ich jetzt den Kundenmaster-Datensatz geändert habe. Auf SAP-Seite ist konfiguriert, wer mit welchen Parametern dieses IDOC bekommen soll. Das heißt, da ist jetzt hinterlegt, dass unser Mittelware namens Magic XPI als Empfänger für dieses IDOC gilt. In die Mittelware kann ich nachher dann noch im Detail weiter reinschauen. Ich gehe jetzt hier rüber auf das SAP-System und hoffe, dass das Ganze eine asynchrone Verarbeitung ist, dieses IDOC bereits angekommen ist. Mache hier einen kurzen Bildschirm-Refresh und schaue nach. Stelle fest, es ist noch nicht angekommen. Dann machen wir vielleicht doch kurz den Ausflug in das Middleware-System. Hier, hier sehe ich die Monitoring-Konsole der Middleware, das Magic XPI. Ich schaue nur gerade sicherheitshalber kurz nach, ob das System denn auch tatsächlich hier etwas tut. 30.01.2015. Dann sieht das irgendwie aus. Jetzt lassen Sie mich mal schauen. Wie immer bei Live-Demos ist immer das spannende Teil, ob die Demo-Umgebung noch weiterhin funktioniert. Wie ist der letzte Kunde? Hier haben wir es. Ich war nur etwas zu schnell. Hier habe ich einen Refresh gemacht auf Salesforce. Mittlerweile wurde im Hintergrund das IDOC verarbeitet, wurde von Rita Template auf dem Magic Middleware in der Struktur transformiert, übersetzt. Feldmapping durchgeführt. Jetzt sehe ich hier auch auf Salesforce-Seite den Kundenstammsatz geändert, Industriestraße 110 in Ulm Stadtteil. Das wäre jetzt ein Use Case, ein typischer. Ich ändere auf SAP auf SAP-Seite meine Masterdaten und möchte natürlich, dass die replizierten Daten in Salesforce entsprechend synchron gehalten werden. Wie eingangs erwähnt, hier an dieser Stelle bewusst asynchron, also wir nennen das immer near real time gehalten. Es ist nicht 1:1 synchron, das ist in den meisten Fällen ganz notwendig. Es ist aber auch nicht der klassische nächtliche Batchlauf, so dass ich immer über die Nacht warten muss, bis die Daten übertragen werden. Das ist in der Regel eine typische Zeit und die reicht in der Praxis unserer Erfahrung nach in den meisten Fällen aus. Es sind
1 bis 3 Minuten, dass die Informationen übertragen werden. Als zweites Beispiel die Gegenrichtung. Ich hatte eingangs ja gesagt, es macht gar nicht unbedingt Sinn, in Salesforce zu versuchen, die gesamte Validierungslogik nachzubauen, um einen Kunden anzulegen oder zu ändern auf SAP-Seite. Deswegen zeige ich jetzt hier ein Beispiel in die Gegenrichtung. Ich sage hier, ich bin hier Sales-Mitarbeiter, ich lege in Salesforce einen neuen Prospect-Account an. Mein Account soll heißen Mike International. GmbH soll sein in der Siemensstraße 23, soll sein in 1000 Zürich und Switzerland. Sage speichern. Das ist das Szenario, das initial der Kunde, solange noch der Fastkunde, solange noch als Prospect fungiert und auch in dem Status Prospect hier angelegt ist, in Salesforce führend gepflegt wird. Das ist das, was ich jetzt gerade beispielhaft getan habe. Sie sehen auch hier auf Salesforce-Seite habe ich zu diesem Zeitpunkt noch ein anderes Page-Layout. Ich habe natürlich jetzt noch keine SAP-Daten zur Verfügung. Ich habe nur rein die Daten, die momentan noch führend Salesforce gepflegt werden. Hier hängen dann die ganzen Vertriebsinformationen dran, die der Vertriebsmitarbeiter in Salesforce pflegt. Und irgendwann im Prozess kommt jetzt der Punkt, wo ich möchte, dass dieser Prospect-Customer zu einem echten Customer in Salesforce angelegt wird. Und hier wollen wir vermeiden, die ganze Validierungslogik und Oberfläche von SAP in Salesforce nachzubauen, um eine entsprechende Schnittstelle bedienen zu können. Deswegen ist hier der Ansatz der sogenannte Subjump. Wir machen uns zunutze, dass die Standard-SAP-GUI über SAP-GUI-Scripting von außen gesteuert werden kann. Der Ablauf ist wie folgt. Ich weiß, welche Transaktion auf SAP-Seite aufgerufen werden soll, in diesem Fall die XT01. Ich habe mein Basisset an Daten bereits in Salesforce angelegt und der Anwendungsfall ist, dass jetzt die SAP-GUI aufgerufen wird. Alles, was ich an Informationen habe, an Daten wird in der XT01 schon mal vorausgefüllt. Und dann kann der Backoffice-Mitarbeiter typischerweise in der SAP-GUI die gesamte Konfiguration des Kunden vornehmen. Das zeige ich jetzt hier. Ich habe den Prospect hier angelegt. Ich sage Add Account in SAP. Dann findet genau dieser Aufruf der SAP-GUI statt. Wenn ich bereits eine SAP-GUI-Session geöffnet habe, was ich jetzt hier natürlich getan habe, dann wird diese aufgerufen. Wenn ich noch keine Session habe, dann startet der ganz normale SAP-GUI-Logon-Dialog. Und ich bin jetzt, sehen hier, ich bin in der X01-Transaktion. Er hat die Daten, die ich in Salesforce habe, bereits vorausgefüllt. Die Breite International GmbH. Ups, ich muss hier noch unten scrollen. Warum auch immer das reinkommt hier. Die Siemensstraße in Zürich. Und was der Backoffice-Mitarbeiter jetzt machen würde, ist ganz normal, wie sonst auch, den Kunden an dieser Stelle vervollständigen, die Sales Areas anlegen, Incoterms, Payment Terms und so weiter. Und sobald er diesen Kunden in SAP vervollständigt hat, greift wieder die Schnittstelle wie zuvor gezeigt. Das ändert sich der Status von Prospect auf Bestandskunde und auch über die bereits gezeigte Schnittstelle wird dieser Kunde dann in Salesforce aktualisiert. Ab da ist er natürlich selbstverständlich dann auf Salesforce-Seite read-only. Das bedeutet, ab da hat der Handover stattgefunden. Der Prospect war Salesforce-führend. Jetzt habe ich einen Bestandskunden daraus gemacht. Dann übergebe ich das an SAP, ab da ist SAP führend für den Datensatz und dann wird er in Salesforce Read-Only gesperrt. Analog sieht es aus, ich gehe nochmal zurück auf meine United Partners. Wenn ich nun einen Bestandskunden schon auf diese Art und Weise in SAP angelegt habe und dieser liegt in Salesforce vor, kann ich jetzt hier, wie gesagt, er ist Read-Only, ich kann jetzt hier nichts mehr editieren. Das Einzige, was ich tun kann, ist, da wie gesagt ab Status Bestandskunde ist das SAP-System führend, ich kann mit dem gleichen Mechanismus wiederum in die SAP-GUI springen, in die X02-Transaktion. Auch hier wird vorausgefüllt, von welchem Kunden aus ich abgesprungen bin. Springe ich in die SAP-GUI rein und kann dann entsprechend genau diesen Kunden
editieren, wie notwendig, wie vorhin gezeigt. Ich kann zum Beispiel die Adresse wieder zurückändern. Das ist doch wieder die Industriestraße 1, ich habe mich vertan. Und es ist doch nicht der Stadtteil. Speichere das wieder. Und es geht wieder den gleichen Weg zurück. In Summe, dieses Beispiel, das Szenario, die Sales-Mitarbeiter arbeiten in Salesforce in allen vorgelagerten Prozessen von der Marketingkampagne Lead gegebenenfalls über den Prospect Customer Opportunity Order Entry Angebotserstellung. Und ab da, wo aus diesem Prospect Customer ein Bestandskunde werden soll, findet typischerweise ein Handover statt an ein Team im Backoffice. Dieses Team ist dann auch mit der SAP UI tatsächlich ausgestattet. Das kann man auch auf Salesforce-Seite wunderbar schön mit Workflow, Übergabe-Workflow, Benachrichtigungen als Workflow implementieren. Das heißt, dann sagt der Sales-Mitarbeiter, ja, da möchte ich jetzt einen Bestandskunden, Backoffice übernimmt, legt den Kunden SAP an, genauso wie bisher auch. Und ich bekomme den aktualisierten Kunden mit all seinen Daten wie Incoterms, Payment Terms und so weiter nach Salesforce zurückgespielt. Das war die drei Hauptanwendungsfälle aus unserer Live-Demo. Ein Wort noch zum Thema, ich muss nur gerade eben auf meinen vielen Bildschirm, das PowerPoint wieder suchen. Ein Wort noch zum Thema Schnittstellen, Integration und Fehlerhandling. Es ist ja oft so, dass das Thema Integration und Schnittstellen als klassisches IT-technisches Thema betrachtet wird. Es stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt konkret prozesstechnisch, wenn eine Schnittstelle nicht läuft? Die Fälle sind zahlreich. Es reicht vom klassischen technischen Fehler wie Datenbank, Mittelwehrsystem, Internet, was auch immer, nicht verfügbar, nicht erreichbar, bis hin zu fachlichen Fehlern, wie beispielsweise, dass in den beiden Systemen SAP und Salesforce bestimmte Validierungsregeln unterschiedlich sind. Die Praxiserfahrung zeigt ganz einfach, Validierungen sind nie identisch zwischen zwei Systemen. Das beginnt mit, dass Salesforce-Seite sehr penibel ist, dass E-Mail-Adressen korrekt sind. SAP ist das relativ wurscht, auf salopp gesagt. Hier kann ich eintragen, ich weiß nicht, als E-Mail-Adresse. In Salesforce kann ich die in dieser Form nicht anlegen, weil diese Validierung, das sage ich, brauche eine valide E-Mail-Adresse. Andersrum gibt es verschiedene Varianten von kundenspezifischen oder Standard Validierungsregeln zwischen SAP und Salesforce unterschiedlich sind. Das heißt, es kann fachliche Fehler geben, dass ein Datenbestand nicht, ein Datensatz nicht übertragen werden kann. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo schlägt das auf? Wer kümmert sich darum? Was passiert, wenn ein solcher Fall aufgetreten ist? Auch hier bietet unser Template einen Best-Practice-Ansatz. Wir machen uns zunutze, dass in Salesforce auch Mechanismen standardmäßig für ein einfaches Ticketing-System enthalten sind. Es sind die Standardmechanismen für Reports und Dashboards enthalten. Das bedeutet, wir versuchen in unserem Middleware-Layer zwischen technischen, den klassischen technischen Fehlern und den fachlichen Fehlern zu unterscheiden. Und für alle fachlichen Fehler werden entsprechende Tickets auf Salesforce angelegt. Und ich habe die Möglichkeit, über dort hinterlegte Regeln das Ticket anhand der Kontextinformationen, wie zum Beispiel von welchem SAP-System kommt dieser Datensatz, der diesen fachlichen Fehler aufwirft, habe ich die Möglichkeit, dieses Ticket direkt an den beispielsweise Key-User-Schnittstellenverantwortlichen in der jeweiligen Landesgesellschaft zuzuweisen. Der wiederum hat in Salesforce sein Interface-Dashboard und es könnte zum Beispiel so aussehen, dass der entsprechende Key-User in der Landesgesellschaft, zum Beispiel in Südamerika, sehen kann, wie viele Account-Updates aus seinem lokalen SAP-System, aus seinem Mandanten, wie auch immer die SAP-Landschaft aussieht, wie viel davon in Salesforce-System reingekommen ist, kann dann schauen, wie viele Datensätze, wie viele Änderungen, ob der Heartbeat, also die Überprüfung, funktioniert die Schnittstelle überhaupt, noch da ist. Und er bekommt auch, wenn so ein Fehler aufgetreten ist, bekommt er auch sein Ticket zugewiesen. Ich habe auch die Möglichkeit, wiederum mit den Standardmechanismen von Salesforce mir auch so eine einfache Knowledge Base aufzubauen. Das bedeutet, wenn ich weiß, an der Schnittstelle ist Fehler Nummer XY aufgetreten, E-Mail-Adresse oder Validierungsregeln XY hat zugeschlagen, dann liegt das üblicherweise daran, dass in meinem SAP-System man dann 500 Landesgesellschaft X wieder einer typischer üblicherweise fällt in SAP so und so nicht ausgefüllt hat.
Das heißt, ich kann eine Art Self-Learning Knowledge Base mir aufbauen, so dass auch wiederum der Mitarbeiter in der Landesgesellschaft, der die Schnittstelle betreut, es einfacher hat, die eigentliche Ursache im Quellsystem zu beseitigen, den Datensatz zu korrigieren. Dann läuft die ganze Schnittstelle nochmal erneut und der Datensatz wird dann doch übertragen. Vorteil an dieser Stelle ist, ich entlaste, wenn ich das so aufsetze, die IT von diesen ganzen fachlichen Problemen, die an einer Schnittstelle auftreten können. Und die IT-Abteilung kann sich kümmern um die rein technischen Dinge, wie Datenbank nicht erreichbar, Internet funktioniert nicht, SAP-System bauen, was auch immer in der Praxis auftreten mag. Das war von meiner Seite der konzeptionelle, theoretische Überbau, was unser Rita-Template darstellt, was der Anspruch ist, was der enthaltene Scope ist, wie wir ein Integrationsprojekt sehen und angehen. Das war die Live-Demo für drei ganz typische Anwendungsfälle, Datenübertragung zwischen SAP und Salesforce rund um den Kundenstamm. Und damit wäre ich von meiner Seite aus bei der Frage und Antwort. Und ich übergebe bitte an die Katrin, die sich viel besser mit diesem Webinar-Tool auskennt und die Frage entgegennehmen wird. Genau. Ja, vielen Dank, Uwe. Dann eröffnen wir an der Stelle die Fragerunde. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, Sie können die Fragen stellen, indem Sie uns da ein Handzeichen geben oder auch einfach direkt in diesen Fragen-Chatter reinposten. Vielleicht auch nochmal für Sie zur Information, was bekommen Sie von uns im Anschluss an das Webinar? Wir stellen Ihnen dann zum einen die Präsentation zur Verfügung. Und wir haben das Webinar auch aufgezeichnet. Das heißt, wir haben auch eine Aufzeichnung, die Sie von uns, wo Sie einen Link bekommen. Die werden wir auf YouTube einstellen, sodass Sie auch eine Möglichkeit haben, Teile des Webinars einfach nochmal anzuschauen oder vielleicht auch bei Interesse auch an Kollegen weiterzugeben, wenn Sie da einen Kollegen haben, mit dem Sie die Informationen austauschen möchten. Und ja, jetzt, wie gesagt, wäre die Möglichkeit, dass Sie noch Fragen stellen. Wir haben natürlich sonst auch mit den Informationen, die wir Ihnen zuschicken, auch noch unsere Kontaktdaten dazu, sodass Sie auch natürlich noch im Anschluss an das Webinar jederzeit mit Fragen auf uns zukommen können. Schaue ich nochmal, ob wir hier Fragen haben. Ich habe jetzt hier eine Frage, die richtet sich auch nochmal, geht nochmal ein auf die Schnittstellen. Und da ist die Frage, ob auch Schnittstellen zu SAP BW eingebunden werden können. Grundsätzlich klares Ja. Ist auch ein ganz typisches Szenario, was wir sehen. Ich hatte es in der Demo, glaube ich, etwas im Nebensatz versteckt. In dem Moment, wo ich dem Vertriebsmitarbeiter den SAP-Stammdatensatz in Salesforce anbiete, kommt als erwartbare nächste Frage, sehe ich dann da auch die konsolidierten Umsatzzahlen, den Report X, den Report Y aus SAP BW. Da gibt es typischerweise zwei Ansätze. Der eine ist, ich habe eine Kennzahl, das ist ein Wert, zum Beispiel eben genau der Umsatzwert, den kann ich natürlich ins Salesforce-System auf Datenebene rüberspielen, dann habe ich es dort gleich angezeigt. Es gibt auch einen zweiten prinzipiellen Ansatz, was wir auch in einigen Szenarien gesehen haben. Manche Reports in BW bieten natürlich als Teil der Idee des BW-Reports Drill-Down-Möglichkeiten, Sortiermöglichkeiten oder auch ähnliche Dinge. Was wir auch bauen in vielen Projekten, ist ein Absprung aus der Salesforce-GUI in die SAP-BW-Oberfläche. Also insofern ja, mit mindestens zwei denkbaren Möglichkeiten. Okay, prima. Wir haben noch eine weitere Frage. Da geht es darum, ob die SAP-Infos auch in Sales-Dashboards integriert werden können. Auch hier ein ganz klares Ja. Ich habe jetzt momentan vorhin nur gezeigt, die Dashboards anhand des Beispiels Auro-Handlings. Natürlich sind das die Dashboards aus dem Standardbaukasten von Salesforce, die Salesforce Reporting Engine, die Salesforce Dashboards. Mit diesen kann ich grundsätzlich über alle Informationen, die ich in Salesforce vorliegen habe, Reports und Dashboards bauen. Und das ist aus unserer Sicht genau der Charme dieser Integration. Ich habe eben genau die 360-Grad-Sicht des Kunden zur Verfügung, nämlich den Verlauf der Opportunities, die Activity History, die Besuchsberichte auf der einen Seite, die typischerweise in Salesforce sind, und die Kundenstammdaten, Umsatzzahlen und ähnliche Dinge aus dem SAP-System. Darüber kann ich mir Reports ziehen und basierend auf diesen Reports Dashboards bauen. Aber man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, ich habe natürlich nicht
alle Informationen typischerweise in Salesforce, die ich in einem SAP-BW habe oder in sonstigen anderen Systemen, die genau zu diesem Zweck gebaut werden. Das heißt, ich kann natürlich keine Reports ziehen. Also ich kann mit Salesforce natürlich kein BW ersetzen, also auch hier ganz klar. Gut, dann haben wir noch eine weitere Frage, die bezieht sich auf rechte Profile und die Frage ist, wie viele rechte Profile denn anlegbar sind und ob das eventuell auch die Performance beeinträchtigen würde. Für rechte Profile, ich interpretiere das jetzt im Sinne von Vertriebsgebieten, Vertriebsregionen, also grundsätzlich ja, gilt natürlich der gesamte Standardbaukasten von Salesforce, der anfängt von dem ganz simplen Owner-basierten Ansatz, also mein Kunde, dein Kunde, über einfache Sharing Rules bis zu ausgefeilten Matrix Territory Management Organisationen. Das funktioniert grundsätzlich ja und klar gibt es Performance-Aspekte, die man betrachten muss, aber das ist, sage ich mal, etwas Salesforce-Konfigurations- Standardüberlegungen, die man machen muss, wenn ich mal über mehrere Millionen Kunden rede und es das Log ausgedruckt ungeschickt anstelle, kann ich mir auch Performance-Probleme einhandeln. Okay, gut. Dann habe ich jetzt hier im Moment aktuell keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir schicken Ihnen die Informationen, wie schon vorhin angekündigt, zu und bedanken mich nochmal ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Teilnahme und einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.